Hallo und herzlich willkommen zurück zur Rundfahrtplanung. Wie ihr hier seht auf meinem Plan, zuletzt einmal, ich habe ein bisschen was noch ergänzt. Und zwar geht es hier auf diese Linien. Ich mache da mal Musik wieder an. Dann freuen sich alle, dass ich hier lustiges Musik habe, die völlig gut dazu passt. Und zwar, wir hatten gesagt, 344 bis zum Reiterweg war das, was das letzte war. Genau. Dann könnt ihr euch den Plan mal kurz angucken. Was wir basically machen ist, wir fahren dann tatsächlich von der Mattenburg oder von Hintrop-Es, wie auch immer man möchte, mit der 389 zum Zilleweg, laufen rüber zum Elchweg und fahren mit der 390 bis zur Schabenseenstraße, meine ich. So, dann geht's in die 357. Die ist jetzt ein bisschen aufgeteilt. Das hat leider nicht so schön am Stück gepasst. Wir haben circa 3 Stunden, in den 3 Stunden schaffen wir 50 Haltestellen, das ist auch irgendwie ein bisschen viel zu wenig noch. Also wir sind weit davon entfernt, dass wir das Ganze auf einen Tag münzen können. Das ist leider nicht der Fall bisher. So, also mit der 357 geht es dann einmal hinten rum bis Lindenmitte. Na, soweit klar, hoffentlich. Dann machen wir von dort einen Abstecher zur Ruhrbrücke mit der 359 zurück bis Dahlhausen. Dann kommt passenderweise die 357 quasi zur gleichen Zeit, also so, für das letzte Stück zu am Ruhrort. Dann haben wir einen 5-Minuten-Sprint nach Dahlhausen. Das ist das Unschönste an der ganzen Sache hier, das ist dieser Abschnitt. Dann geht es mit der 355 zur Schabenseelstraße. So, da wurde ich unterbrochen. Die Musik mit mir. Genau, wir waren. Ja, dann mach auch hier auf, ist auch okay. Genau, dass man mit der 355 hier hochfährt, dann mit der 390 nach Linden wieder zurück. Dann geht es mit der 318 nach Dahlhausen, S-Bahnhof, und mit der 357 schließlich zum Südbad. Also, hier lang, ne? Bis hier. Und hier sind wir jetzt und fahren dann, das habe ich jetzt gerade rausgesucht. Mit der 318 ist das dann in der. Ist eigentlich auch egal, ob das die 308 oder die 318 ist. Und da machen wir jetzt weiter heute. Zellen einfügen. Da haben wir so ein bisschen Platz hier. Und wir sind ja immer noch auf einem naiven Ansatz. Das heißt, wir versuchen mal so ein bisschen durchzugehen. 14:03 Uhr ist da Abfahrt. Auch für eine knappe Zeit, aber wir planen ja erstmal rein ideologisch. Ne? 14:03 Uhr Abfahrt am Südbad. Ich kann euch den Fahrplan mal zeigen. Bisschen komplizierter. So, Südbad ist hier irgendwo zwischen. Da. 3 nach ist dann in Weidmar Mitte. 14:12 Uhr. Tragen wir ein. 14:12 Uhr. So, jetzt geht's natürlich ums Zählen der Haltestellen und ums Markieren des Weges. So, bis heute mal Mitte oder bis Schlosspark ist, glaube ich, schön, aber wenn die 346 umsteigen, machen wir mal bis Schlosspark hier nur. So, das heißt dann auch 14:11 Uhr. Denke ich jetzt. Ja, 10 sogar. Okay, hätte ich nicht gedacht. 14:10 Uhr, alles klar. Zählen wir die Haltestellen. 1, 2, 3, 4 Stück. 4 Stück. So, 346, das habe ich schon rausgesucht. Also, genau, Systemsteuerung ist das, was wir jetzt nicht haben wollen. Dreihundertsechsundvierzig, 44, 46 habe ich schon rausgesucht. Bis dahin. 14:14 Uhr fährt die nämlich ab. So. Bis wohin müssen wir fahren? 14:14 Uhr. Schlosspark.
Ja, hier haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Also sinnvoll ist auf jeden Fall, wenn wir schon in die 46 einsteigen, bis zur Mundscheider Straße zu fahren. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Bis zur Mundscheider Straße. Ich markiere mir das mal so zwischen. Ich denke, das ist eine gute Musik für Fahrpläne im Wesen. Man muss das ja alles mit Humor sehen hier, ne? Ist ja kein ernstes Video so. Ist ja alles Entertainment irgendwo. Hoffentlich lasst euch das unterhalten. Hoffe ich immer so ein bisschen. Ja, jetzt kommt es ein bisschen auf die Fahrpläne an. Also, klar, wir haben jetzt noch den Strang hier. Dann müssen wir jetzt mit der 44 gucken. Wir haben aber auch noch hier so ein bisschen was. Deswegen. Schwierig, aber nicht unmöglich. Wir gucken mal, wann sind wir mit der 44, nee, 46 an der Mundscheider Straße zum Beispiel? 14:21 Uhr. Jetzt nehmen wir jetzt die 345 dazu von Dahlhausen aus, ist an der Mundscheider Straße. 14:23 Uhr, die 4:55 Uhr, 23 nach Eppendorf Mitte, das passt natürlich perfekt. 2 Minuten Umstiegszeit ist das, was man auf dem Stück braucht, bei keiner Verspätung. Bestens. Wir wollen das aber nicht zu viel loben. Gucken wir mal uns die zweite Möglichkeit an. Talstraße um 14:25 Uhr. Und dann müsste es die 44 sein. Talstraße. Fährt erst um 43. Zu spät. Weil da kommt die 46 gerade. Also steigen wir um. Mundscheider Straße. Das waren. Da hätte ich also. Dann geht es in 355. Mundscheider Straße. 14:23 Uhr. Bis wohin fahren wir die? Naja, wenn wir hier umsteigen, auf jeden Fall fahren wir bis Eppendorf Mitte. Das sind in jedem Fall 1, 2, 3 Haltestellen, ne? 3 Haltestellen und Eppendorf Mitte ist. Ich guck mal, dass wir heute über 200 Haltestellen kommen und dann gucken wir mal, wie wir das dann weiterführen. Das ist so der Plan heute. Für dieses Video. So, jetzt Mundscheider Straße. Was bleibt uns hier jetzt über? Na klar. Wir können jetzt versuchen, auf die 44 zu gucken. Wird aber nicht ganz so viel bringen. Eppendorf Mitte. Ach so, genau, ich wollte gucken, wann wir in Eppendorf Mitte sind. Mit der 355. 23, 7, 26 ja schon, okay. Von der Fachhochschule aus. Eppendorf Mitte. 26, 38, 35. Das heißt, wir hätten 9 Minuten, um zur Üffelgönne zu kommen. Ist das irgendwie möglich? Gegenrichtung hilft uns da nichts, ne? Fürchte, die Gegenrichtung hilft uns da nichts, ne? 16:46. Okay, dann gucken wir mal kurz, was Maps dazu sagt. Ziehe ich euch mal hier rüber. Bus Bochum, das Bochum. So, wir planen eine Route von hier nach hier hinten. Fußweg 8 Minuten, sagt Maps. Wir haben 9 Minuten Zeit. Das ist mehr möglich, als ich dachte. Heißt Zink. So, bitteschön, Julian. Ich finde, das passt sehr gut zu Fahrpläne gestalten. So, das hier. Dann müssten wir nur noch Narzissenstraße irgendwie abdecken, aber das kann man mit der 45 verknüpfen. Das ist okay.
Okay, also Fußweg zur Övelgönne. Mundscheider Straße bis Eppendorf mit 14:26 Uhr zu Fuß. Eppendorf Mitte bis Övelgönne. 14:26 Uhr, 14:34 Uhr, 0 Haltestellen. 344. Övelgönne bis Talstraße. 14:35 Uhr hatten wir gesagt. Nee. Das gucke ich nochmal kurz nach. Ah nee, falsche Bahn. Falsche Richtung. Ja, 35. 35 bis 40. 40, ja. 14:40 Uhr, alles klar. Das sind dann, wie ich das richtig sehe, 1, 2, 3, 4 Haltestellen. 4 Haltestellen. So, jetzt hatten wir ja gesagt, 43 wird jetzt die 44 in die Gegenrichtung kommen. Das bringt uns nicht. Also nehmen wir die 65 mal zur Hilfe. Nice. Das ist doch die beste Musik für Fahrpläne machen. 65. Wieder an der Talstraße. 39. Wir sind 40 da. Sag mal, ist die Burgess eigentlich völlig Banane? Ich mag dieses Unternehmen nicht mehr aufgrund ihrer Fahrpläne, die immer dazu führen, dass meine Rundfahrten nicht funktionieren. Seht ihr doch genauso, ne? Das ist doch jetzt völliger Mist. Ja, was machen wir jetzt hier mit dem angebrochenen Abend, hätte ich fast gesagt. Das ist ja das so eine Sackgasse hier komplett, mit der 46 von Weidmar Mitte so loszufahren. Kommen wir nicht weiter. Natürlich, wir können mit der 55 weiter durchfahren, das bringt mir aber im Endeffekt nichts, weil wir da eigentlich die 52 auf dem Stück brauchen. Die 65, die hätte uns jetzt super weitergeholfen. Die ist aber leider eine Minute weg. Da sehe ich auch nicht, wie ich das tricksen kann. Das Einzige, was ich jetzt noch gucken kann, ist, weit mal Mitte, waren wir um 14:12 Uhr. Die 65, ob da aussieht. Moment, Tobias, du hast auf den falschen Fahrplan geguckt. Talstraße 48. Okay. Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Wir haben in die falsche Richtung geguckt. Ich depp, ich depp, ich depp. Ah, jetzt habe ich es gemerkt. Also habt ihr bestimmt gerade auch schon gesagt: Hey, Tobias, du guckst in die falsche Richtung. 14:48 Uhr, ja, das ist gut. Okay, wir können die 365 doch nehmen. Wir haben noch nichts alles verloren. Talstraße 14:48 Uhr. Easy Game. 365. Fahren hier raus. Fahren auch hier weiter natürlich. Den Teil brauchen wir auch. Das haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Haltestellen. Auf jeden Fall bis Lange Malterse. 6 Haltestellen, ja. Oder nur bis Brandtropstraße? Wir brauchen nur bis Brandtropstraße, ne? Nur für den Haltestellen. I will look something now. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich muss mal einmal was prüfen. Von der Brandtropstraße Bushaltestelle braucht man 9 Minuten bis zur Bahnhaltestelle Knopfstraße. Weil
Der Plan. Wir fahren nur bis hier mit der Bahn weiter. Wenn wir der 355 ankommen, können wir dann in die 65 hier an der Langmaltherse umsteigen. Oder wir fahren mit der 65, aber das Problem ist halt die Knobstraße, die wir sonst nicht haben. Ne? Also wir fahren mal nur bis Brandtropstraße und dann nehmen wir mal die Straßenbahn als nächstes. Das ist jetzt ein naiver Ansatz. 365. 48 fährt bis zur Brandhofstraße um. 2 nach. 14 Minuten immerhin. Und das sind wie viele Haltestellen gewesen? 1, 2, 3, 4, 5. Viertelstunde und dann nur so, naja. Straße. So, und dann geht's wieder zu Fuß. Brandtrop Straße bis Knobstraße. 15:02 bis 15:11. Nee. Nein, doch, ich mache immer diese Systemsteuerung hier offen. Da ist das. 9 Minuten. Dann nehmen wir uns die Straßenbahn. 15:11 Uhr. Also, Knobstraße ist hier irgendwo zwischen. Ja, guck mal, passend um 14 nach. 15:14 Uhr fährt die 318 in Richtung Stadt weiter. Ausgestiegen sind wir eine Stunde vorher. Auch schön. Wir brauchen auf jeden Fall viel zu lange für die einzelnen Abschnitte. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So, wenn wir da bis zum Bahnhof fahren. Ich hatte da was überlegt. Dann kann man natürlich jetzt zum Bahnhof fahren, die 53 nehmen. Fährst bis. So kannst dann in die 54 Sundern einsteigen. Fährst damit wieder in die Stadt. Ja, das könnte gehen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Komm, wir fahren mit der 308 18. Bis zum Bahnhof. Das heißt, Kohlenstraße war hier so genau. Die ist um 24 am Hauptbahnhof. Okay. Bochum Hauptbahnhof. Hauptbahnhof einfach nur okay. 15:24 Uhr. Das heißt, das ist das erste Mal, dass wir wieder am Bahnhof sind. Seit Start der Rundfahrt. Deswegen mache ich hier drunter einen dicken, fetten Strich. Zellen formatieren. Rahmen unten. Genau. Okay. Wir zählen noch kurz die Haltestelle. Was haben wir für Haltestellen? Kohlenstraße 1. Knobstraße war 1. Kohlenstraße 2. Friedrichstraße 3. Bergmann 2. 4. Schauspielhaus 5. Und Bermuda 3. Musikforum 6. Hauptbahnhof 7. Theoretisch, weil wir vorher Hauptbahnhof Boulevard hatten. So. 353. Hauptbahnhof. Bis Planksteiner Straße. Der vom 25 ab, das habe ich mir noch gemerkt. Ihr könnt es gerne hier sehen. Hauptbahnhof 4. 25 bis 52 ist an der Blankensteiner Straße. Easy. Wir brauchen gar nicht bis zur Blankensteiner Straße. Wir brauchen nur bis eine vorher.
Heinrich Königstraße. Einfach so eine Verspätungspuffer. Nicht 15 Uhr. 15.50 Uhr, I think. Might say 15.50 Uhr. Ja, vielleicht 51. Aber 51. Dann zählen wir die Haltestellen. So nicht. So. Um Hauptbahnhof Buddenbergplatz. Genau, das ist. Hier einmal hoch. Einmal hier rüber. Hier herum. Heinrich-König-Straße. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Haltestellen. Heinrich Königstraße bis Sundern haben wir jetzt hier auch schon vorbereitet, passenderweise 54 Abfahrt Heinrich Königstraße um 56 bis 1 nach, alles klar. 15.56 Uhr bis 16.01 Uhr. Da-da-dam. Nix da. Ich wollte den haben. Drei Haltestellen sind das. Bröckerholz, Sternwarte Bochum und Sundern. Drei Haltestellen. So, dann aber die 354 wieder von Sundern aus weg fährt dann. Hier oben. 11 und 41. Ja, gut. Also 16.11 Uhr. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So, was sagt unser Plan denn? Da ist alles weg. Das heißt, am besten ist, wir fahren mit der weiter Richtung Innenstadt. Ne? Bis zur Oskar-Hoffmann-Straße, beziehungsweise Knepperstraße ist so der Weg. Ah, die Oskar-Hoffmann-Straße habe ich auf der 53 gerade vergessen. Okay. Das ist okay. Knepperstraße ist so das Mindeste, dann kann man zum nächsten Bus rüberlaufen. Quernburger Straße zum Beispiel kann man dann hinlaufen oder zum Waldring zur U-Bahn. Ansonsten Oskar-Hoffmann-Straße ist natürlich das, was uns wieder ins Geschehen reinbringt. So, und dann müssen wir nämlich nur noch einmal nach Eppendorf, wo wir... Ja. Ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, mit wem ich jetzt geredet habe. Mit mir selbst. Oskar-Hoffmann-Straße ausprobieren, können wir natürlich sagen, okay, vielleicht gibt das alles mit der 45 jetzt ordentlich viel Sinn. 16.11 Uhr ist an der Oskar-Hoffmann-Straße um 16.38 Uhr. Findet sie 345 aus. Irgendwann sinnvollerweise anschließend 16.38 Uhr an der Oskar-Hoffmann-Straße ist. Um 16.40 Uhr, das ist doch genial. Die ist in Eppendorf Mitte um 17.03 Uhr. Damit passend für die 352. Alles klar, das geht gerade super auf hier. Alles klar. Also, 54 bis Oskar-Hoffmann-Straße, 38, das ist jetzt erstmal drin hier. Oskar-Hoffmann-Straße, Punkt dann noch hinter für den inneren Monk, 16.38 Uhr. Dann zählen wir die Haltestellen. So, wir sind über der 10-Stunden-Grenze, das heißt, es wäre schön, wenn wir jetzt auch über 200 Haltestellen kommen. Ich sehe das noch nicht ganz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 neue Haltestellen sind das auf dem ganzen Stück. Und wir fahren eine halbe Stunde. 345 Oskar-Hoffmann-Straße.
Straße bis Eppendorf Mitte, 16.40 Uhr bis 17.03 Uhr. Jetzt müssen wir hier nochmal ein paar Zeilen einfügen. Sehr schön. Und dann sehen wir da auch nochmal die Haltestellen. 17.03 Uhr. Alles klar, wir gehen einmal über den Boulevard. Das ist noch nichts Neues mit Haltestellen. Da ist die erste Haltestelle, die neu ist. Bochum Westbahnhof 1. Anna Straße 2. Bochumer Verein hält ja inzwischen auch 3. Jakob-Meyer-Straße 100 Halle 4. Wattenscheider Straße 5. Erzstraße 6. Engelsburger Straße 7. Steinhagen 8. Brücke Engelsburger Straße 9. Und Schützenstraße Torfer Heimatmuseum 10. 10 neue Haltestellen. Wir haben unser Ziel erreicht, über 200 zu kommen zu Fuß. Eppendorf Mitte bis Narzissenstraße. 17.03 Uhr. So, das muss ich nochmal einmal nachgucken. Aber das sollte innerhalb von 10 Minuten möglich sein, sodass wir. Ich ziehe mal unsere Punkte. Hier ist das Ende. Hier ist der Start. 8 Minuten, alles klar. Guck mal, ganz easy. Kriegen wir hin. 17.11 Uhr. 0 Haltestellen. 352. Den Gedankengang machen wir mal kurz noch zu Ende, bevor es hier dann in die Vollen geht. Ne? Also ins Ende von diesem Video. Narzissenstraße. Habe ich die 352 schon offen? I don't think so. Nope. Gut, dann heißt, die laden wir mal kurz runter. Da ist sie. Tada. Guten Tag. Ach, erst um 22 ist die Abfahrt. Ich dachte um 16. Ah, ne, Ankunft vor 16. Das ist natürlich semi-optimal. Ein bisschen viel Zeit dann, ne? Kann man das noch irgendwie umstricken? Zum Beispiel von der Wattenscheider Straße die 52 nehmen. Um 16 da sein. Und dann mit der 45 zurück. I don't know. Ich werde das überprüfen, ob das irgendwie sinnvoller geht. Wenn nicht, dann nicht. Erstmal lassen wir das so. Hier, wir fahren bis. Aber so brauchen wir es einfach sinnvollerweise. Bis Hamme. Oder sogar noch ein Stück weiter. Mal gucken. Müsste man von der Speicherstraße hier rüber. Aber naja. Ich habe eine Idee. Okay, wir fahren bis Hammelkirche erstmal. 352. Bis Hammelkirche ist hier. 42, alles klar. Wie viele neue Haltestellen sind das, wenn ich hier so anfange? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, die Goldhammer Straße fehlt ja auch noch. Und 10. 10. Hammelkirche, so, 17.22 Uhr, 17.42 Uhr, alles klar, so, wären sie dann 217 Haltestellen, wie ich jetzt diese Probleme, die sich nebenbei ergeben haben, löse, seht ihr dann in dem nächsten Video. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wie immer, wenn ihr Verbesserungsvorschläge irgendwo drin habt, dann bitte gerne Bescheid sagen, denn das ist sicherlich nicht optimal, was ich hier plane.
Bis zur nächsten Folge. Freitag vielleicht. Mal gucken. Tschüss.